Seid gegrüßt, Brudingos. Ich bin euer Guru für die nächsten paar Minuten. Mein Name ist Ali As. Ich habe einen Hypnoseblock vorbereitet und ich möchte jetzt versuchen, euch vor euren Bildschirmen zu hypnotisieren. Dazu bin ich auf eure Hilfe angewiesen. Ihr müsst mir vertrauen und ihr müsst daran glauben, dass es funktioniert. Denn nur wenn ihr daran glaubt, dass es funktioniert, wird es auch funktionieren. Wir werden jetzt eine Fernhypnose starten. Und nehmt euch die Zeit, dimmt das Licht in eurem Raum und lasst die ganzen anderen alltäglichen Sorgen und den ganzen anderen Stress, mit dem ihr sonst tagtäglich konfrontiert seid, einfach beiseite. Wir legen das einfach ab. Einfach abschütteln, weg. Ihr konzentriert euch jetzt nur auf das, was ich euch sage. Und hört auf meine Stimme. Ich werde gleichmäßig sprechen und wir werden jetzt versuchen, in einen ganz entspannten Zustand zu gelangen. Dazu ist es wichtig, dass ihr eure Augen schließt. Schließt eure Augen. Wenn ihr eure Augen geschlossen habt, stellt euch einen Ort vor, der stressfreier nicht sein könnte. Fernab aller Lelix. Vielleicht in Papua-Neuguinea. Ihr werdet langsam, aber sicher etwas schläfriger. Ihr stellt euch vor, wie ihr einen unendlich langen Pfad entlang geht in den Bergen in Papua-Neuguinea. Ihr stellt euch vor, ihr geht langsam in Schrittgeschwindigkeit. Links von euch plätschert ein Bach. Auf der rechten Seite ist ein Wasserfall, dessen gleichmäßige Wassermassen sozusagen auf dem Boden plätschern. Ganz entspannt wirklich. Am Himmel seht ihr einen weißen Steinkopfadler, der gleichmäßig seine Flügel schlägt, auf und ab, 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 auf und ab. Und so gleichmäßig, wie der Adler seine Flügel schwingt, so gleichmäßig versucht ihr zu atmen. Ein- und ausatmen. Ihr atmet langsam ein und atmet wieder aus. Einatmen und wieder ausatmen. Ihr geht nun weiter diesen Pfad entlang. Ihr kommt höher in die Gebirgsregionen von Papua-Neuguinea. Ihr seht, ihr könnt förmlich den Duft der tropischen Pflanzen riechen. Ihr hört Papageiengeschrei im Hintergrund. Aber das stört euch nicht sonderlich. Ihr seid auf eurer Mission. Ihr geht weiter, ihr geht behaglich weiter. Ihr kommt an verschiedensten Dschungelpflanzen vorbei. Ihr gelangt irgendwann mal an die Spitze des Berges in Papua-Neuguinea. Angelangt am Berggipfel, entdeckt ihr einen neuen Laptop, einen niegelnagelneuen, funkelnden Laptop, der euch anstrahlt und quasi zu euch ruft: tipp auf mir, benutze mich. Langsam Schrittes geht ihr dorthin und gebt folgende Adresse in den Webbrowser ein: http://www.amazon.de. Nun seid ihr auf der Seite
und sucht nach Alias Amnesia. Ihr habt einen inneren Drang danach, euch die Box vorzubestellen. Ihr klickt darauf, bestellt vor, ihr bestellt ein Exemplar, zwei Exemplare, drei Exemplare. Ihr könnt gar nicht genug davon bekommen. Mit jedem Exemplar, das ihr vorbestellt, möchtet ihr noch ein Exemplar haben. Der Drang in euch wird so groß werden, die sogenannte Brudingo-Box besitzen zu wollen. Sie im Arm halten zu können, sie jeden Tag zu streicheln, sie anzuschauen, den Inhalt förmlich aufzusaugen. Ihr habt einen ganz, ganz tiefen, fast schon urmenschlichen Instinkt danach, diese Box besitzen zu wollen. Wenn nicht die Box, dann zumindest die Standard-Edition besitzen zu wollen. Eins zu werden, zu verschmelzen mit der Musik von Amnesia, von Alias, diesem großartigen Künstler unserer Epoche. Wie hypnotisiert, da ihr hypnotisiert seid momentan alle, begebt ihr euch auf die Suche nach diesem kostbaren Schatz. Ein bestimmtes Datum wiederholt sich bei euch im Loop immer wieder im Kopf, immer und immer wieder, egal wo ihr seid, es begleitet euch. Tag bis nachts, wenn ihr aufwacht, ist es das Erste, woran ihr denkt. Wenn ihr einschlaft, ist es das Letzte, woran ihr denkt. Und zwar der 9. Januar 2015. Ihr denkt an dieses Datum, als wäre es euer eigener Geburtstag, als wäre es der Geburtstag eurer Liebsten, als würde sich alles um dieses eine Datum drehen. Dieser eine Tag, in den ihr so viel Hoffnung reingesetzt habt, wo ihr wisst, dass die Schreckensherrschaft der gesamten Lelex dieses Landes beendet sein wird. Mit diesem ruhigen Gewissen bestellt ihr euch Amnesia vor. Und jedes Mal, wenn irgendwo der Name Amnesia, Alias, Bodingo oder Lelek auftaucht, werdet ihr das unnatürlich starke Gefühl, den starken Drang innerlich spüren, euch sofort diese CD zu besorgen. Am 9. Januar und in der Woche darauf werdet ihr wie ferngesteuert in die Läden laufen und werdet diese CD kaufen. Und dadurch werdet ihr unendliche Glückseligkeit erlangen. Das garantiere ich euch. Wenn ich jetzt von drei runterzähle, werdet ihr wieder aufwachen. Aber ihr werdet das Gefühl nicht los, dass sich etwas Grundlegendes in eurem Leben verändert hat. Und zwar, dass ihr jetzt Teil der Brudingo-Gesellschaft seid. Und das wird euch kein Mensch auf dieser Welt noch jemals wegnehmen können. Das ist etwas, was ihr geleistet habt. Mit einer kleinen bisschen, mit einer kleinen Hilfestellung meinerseits. Aber ihr seid zu besseren Menschen herangewachsen. Und das ist, worum es im Leben geht. Evolution. Sich ständig steigern und immer wieder versuchen, zu den Sternen zu greifen. Ihr seid eurem Ziel einen Schritt weit näher gekommen. Ich habe da nur einen kleinen Beitrag dazu geleistet. Ich zähle nun von drei runter und dann seid ihr wach. 3, 2, 1. So, ihr seid jetzt wach, ihr wisst, was zu tun ist. Ich verabschiede mich. Wenn nicht die Box, dann zumindest doch die Standard-Edition.